Herr Vizekanzler Werner Kogler, bitte sehr. Ja, danke auch für Ihr Interesse. Einige wenige Punkte. Ja, das trifft vorsichtiger Optimismus. Sie hören da schon die Punkte raus. Ich habe ja in Vertretung des Gesundheitsministers hier für die Vorbereitungen der Konferenz einerseits mit den Landeshauptleuten, auch mit der Opposition, die Vorbereitungspapiere der Expertinnen und Experten diesmal natürlich ausführlicher studiert, eben schon seit Mittwoch und auch gestern. Was sehen wir? Der Höhepunkt der dritten Welle scheint insoweit erreicht, als dass wir nicht nur eine Plateaubildung feststellen, sondern auch ein leichtes Sinken über das Bundesgebiet. Da ist Vorarlberg die einzige Ausnahme. Das Zweite ist, dass wir die viel relevantere Perspektive auf die intensivmedizinischen Kapazitäten dann noch einmal gelegt haben. Auch dort ist eine gewisse Entspannung prognostizierbar, aber auf einem Plateau. Warum das nun wieder? Weil es hier verzögerte Effekte gibt und dort bleibt die Lage ernst, jedenfalls oder genau nur im Osten im Speziellen, nicht? Wien, Niederösterreich und Burgenland. Sie kennen das, aber da muss man schon noch eben, wie angekündigt, mit Vorsicht draufschauen. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass wir heute ja Gelegenheit hatten, bei dieser Gedenk- und Trauerfeier gemeinsam auch mit allerdings Vertreterinnen und Vertretern des intensivmedizinischen Bereichs, des Pflegebereichs, Altenpflegeheime, Ärztinnen und Ärzte, hier das auch, glaube ich, in einer ganz guten Form zu besprechen in aller Öffentlichkeit. Und da muss man deshalb auch die Vorsicht walten lassen, dass wir die Anspannung dort auch sukzessive zurückbringen. Dort wird sehr, sehr viel geleistet unter sehr, sehr schwierigen Umständen. Die Bediensteten dort im Gesundheitspersonal gehen an ihre Grenzen immer wieder und oft genug auch darüber hinaus. Also das ist schon eine Verantwortung, die wir hier nehmen müssen. Und deshalb bin ich, noch einmal Stichwort Osten, dem Bürgermeister von Wien, durchaus dankbar, diese Verantwortung genommen zu haben. Es war sicher nicht leicht, diese Entscheidungen zu treffen. Und man sieht schon, dass der Lockdown wirkt. Das war auch Teil der Analyse aus mehreren Gründen. Ich will es Ihnen ersparen. Aber was sicherlich in der Politik momentan auch wichtig war, ist, nicht die falschen Signale und Symbole zu setzen. Und das war, glaube ich, dann doch die richtige Entscheidung. Genauso Respekt und Anerkennung bei der Landeshauptfrau von Niederösterreich, bei der Hanni Mickl-Leitner, für den Gleichklang dieser Schritte. Wir haben ja gemeinsam versucht, das immer wieder mal mit zu akkordieren. Das dazu. Perspektive. Ja, wir können aufgrund der Prognosen und der Modelle der Prognoserechnerinnen und Prognoserechner hier an Öffnungsschritte denken. Wie weit das planbar ist, ist auch unsere Aufgabe in der Abwägung. Pandemie lässt sich schwerlich planen, das wissen wir. Da haben wir jetzt genug Erfahrung in allen Staaten in Europa. Selbst in jenen, wo schon relativ gut geimpft war, haben wir das Problem gehabt, dass dann auch noch eine Welle entstanden ist, wenn man das nicht genau zielsicher erwischt, nämlich jetzt den Zeitpunkt. Ich würde mich da auf keinen einzigen genauen Tag festlegen wollen. Wir werden das noch einerseits mit Expertinnen und Experten beraten und andererseits allerdings dann doch eine Festlegung treffen müssen, weil umgekehrt jene, die dann positiv betroffen sind, davon ja auch planen können müssen, ob sie jetzt Theaterbetreiberinnen und Betreiber sind oder Hoteliers und. Das ist ja völlig naheliegend und das wird Aufgabe der nächsten Tage und in der nächsten Woche sein, ganz genau so. Wie sind die Modalitäten? Ja, wenn wir verantwortungsvoll öffnen wollen und viele Bereiche davon betroffen sein sollen gleichzeitig, dann wird man genau adaptiert für den jeweiligen Bereich Schutzmaßnahmen machen müssen. Die sind vielleicht nicht überall völlig gleich, aber überall ist es eben verantwortungsvoll anzugehen. Und das wird betreffen Höchstzahlen, Quadratmeterzahlen, alles, was man sich vorstellen kann, aber es kann durchaus hier Unterschiede geben. Hauptsache es ist überall sozusagen auch mit einem Sicherheitskonzept verbunden. Was sich abzeichnet natürlich, ist, dass wir beim Konzept des Reintestens bleiben wollen. Das wird auch noch eine Herausforderung. Wir haben genau dieses mit den Landeshauptleuten besprochen, die Testkapazitäten hier zur Verfügung zu stellen. Und da hat uns ja die Modellregion Vorarlberg durchaus geholfen, weil wir dort sehen, dass es verschiedene Methoden gibt.
der Testungen dann nun eben ergeben wird. Dabei will ich es belassen, was die Perspektiven der Eröffnung betrifft. Ein letztes zu den Impfungen. Ein Wort dazu, weil das immer wieder diskutiert wurde in den letzten Stunden oder eineinhalb Tagen zusätzlich oder bloß vorgezogen. Naja, in Wahrheit stimmt beides. Es ist ganz einfach. Die 1 Million Dosen von dem Fall von BioNTech Pfizer werden vorgezogen vom 4. Quartal aufs 2. Quartal. Und wenn jemand, so wie wir auch die Aussage treffen, es ist zusätzlich 1 Million Dosen im 2. Quartal, dann stimmt es natürlich genauso. Ich halte es aber für die relevante Aussage, weil dieser Zeitpunkt ja für die Geschwindigkeit zu sorgen hat. Die Geschwindigkeit können wir erhöhen, sprich beschleunigen. Das ergibt einen anständigen Schub, deshalb auch der Begriff Turbo, und so ist es zu erklären. Das bedeutet, dass wir im Impfplan genau um das schneller vorgehen können, und das ist mit Sicherheit eine erfreuliche Nachricht. Deshalb auch mein Appell: Melden Sie sich an zur Impfung. Wir wissen auch, dass Sie da nicht alle Menschen gleich leicht tun, durchaus auch gerade eben die Älteren. Unterstützen Sie dort, wo Sie können, jene sich anzumelden. Auch das ist ein wichtiger Schritt. Und beim Testen, Ähnliches, lassen Sie sich testen. Die Kapazitäten sind da. Sie sind so gut wie überall eigentlich kostenlos. Auch das ist nicht überall so in Europa. Nutzen Sie es für sich selber, aber auch für uns alle. Und damit sind wir genau bei dem Punkt: Jeder, der sich selber schützt und seinen Nächsten, tut auch was für die Gemeinschaft. Und jetzt auf diesen letzten Kilometern, manche sagen Meter, wäre es doch wirklich gut, wenn wir wieder genau dieses Motto befolgen würden: Zusammenhalten, durchhalten, und gemeinsam schaffen wir das dann. Vielen Dank, Herr Vizekanzler.